Heute ist es endlich soweit. Ich werde das Gehege sauber machen und werde auch endlich mal diese angehäuften Strohreste entsorgen. Und werde schon wieder quiekend empfangen. Los geht's. So, dieser Hügel, dieser Berg wird gleich weg sein. Es lichtet sich. Mama, ich hab den Blippi-Draht frisch. Der große Hügel ist schon mal weg. Einiges hängt da relativ fest im Matsch. Das mache ich ein andermal mit dem Spaten oder lasse es erstmal. Da noch eine kleine Holzeinheit geschaffen. Und jetzt mache ich drinnen weiter. Also ich habe jetzt gerade an dieser Hütte weitergemacht, die ich ja im Grunde für die Meerschweinchen kreiert habe, mit den Häuschen drin und dem noch wärmeren Untergrund und den Seiten. Und da sind doch einige Meerschweinchenköttel zu finden gewesen. Also ich freue mich, dass die Meerschweinchen es gefunden haben und angenommen haben. Das freut mich sehr. Also es ist schon Arbeit, muss ich sagen, weil die schaffen es ja wirklich, das in kürzester Zeit wieder voll zu kacken und urinieren. Und hier meine tolle Toilette wird aber jetzt mittlerweile ganz gut angenommen, nur überall anders finden sich auch Köttel. Und es ist wirklich eine große Arbeit, aber ich sehe es mal als Fitnessprogramm. Hier ist der nächste Sack, der sich füllt. So, jetzt mache ich mal weiter, gleich ist es wieder dunkel. So, jetzt kommt erstmal wieder Fetteinstreu rein und anschließend frisches Stroh vom Bauernland. So, nächste Hütte ist dran, dick Einstreu und danach das schöne frische Stroh vom Bauern nebenan. Jetzt kommt oben der Bereich dran und Kackerspuren haben verraten, dass er auch nach wie vor genutzt wird und besucht wird. Also wird er auch neu, also frisch gemacht. So, das reicht auf jeden Fall erstmal. Schöne dicke Ladung Stroh. Das Weihnachtshäuschen für die Meerschweinchen ist auch schon da. Und dann bringe ich nachher noch Futter, Frischfutter. Ein Blick vom Balkon runter. Man sieht doch noch relativ viel Stroh einzeln herumfliegen, aber der große Berg ist weg. Ach, da rechts am Rand, der Berg ist auch weg. Und ein bisschen Stroh darf ja auch noch rumliegen. Ist teilweise auch richtig in den Matsch eingelassen und beim Tüten raus und reintragen verliere ich da auch ein bisschen. Von daher ist es nicht schlimm. Bin auf jeden Fall erstmal zufrieden. Und sie haben es wieder schön muckelig, frisch, gemütlich.